Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 19. April. Und als Jesus das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh. Johannes 20, Vers 20. Gewaltige Hände hatte der junge Schlosser. Seine Freunde sagten, er könne einen Nagel ohne Hammer ins Holz treiben. Im Laufe der Jahre stieg er auf. Am Ende besaß er eine Fabrik. Nun fing er an, sich seiner groben Hände zu schämen. Man könnte sich denken, dass es mit Jesus nach seiner Auferstehung auch so gewesen wäre. Da waren die Nägelmale, die Zeichen seiner Schmach. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Geradezu auffällig wird in der Bibel immer wieder gesagt, dass Jesus auch in seiner Glorie die Zeichen seiner Kreuzigung zeigt. In der Offenbarung sieht Johannes in die himmlische Herrlichkeit. Er sieht im Geist den Thron des Allmächtigen. Er sieht die himmlischen Herrscher. Und wen erblickt er im Mittelpunkt der himmlischen Welt? Ein Lamm mit der Todeswunde. Den Sohn Gottes mit dem Zeichen seiner Kreuzigung. Und als Johannes im Geist schaut, wie Jesus in Glanz und Macht wiederkommt, da entdeckt er, dass Jesu Gewand mit Blut besprengt ist. Der Apostel Paulus kannte den Herrn Jesus in seiner Glorie. So sah er ihn bei Damaskus. Und doch, was verkündigt er nun in zwei Erdteilen? Dass ich nichts unter euch wüsste als Christum, den Gekreuzigten. Das macht so froh, dass der Auferstandene nicht ein glanzvoller Triumphator ist, sondern immer und immer der Erlöser und Versöhner der Sünden. Einen solchen Heiland haben wir nötig, heute, morgen und im Sterben. Herr Jesus, dein Blut soll uns teurer sein als alle Schätze der Welt. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.